Glück auf und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute geht es um das Projekt Multikulti trifft Nationalismus mit Frank Krämer und Nana Domena. Viele von euch werden das Projekt bereits kennen. Es geht auf die, oder nicht das Projekt, sondern die, der Ursprung, also die, der Grund, warum dieses Projekt entstanden ist, geht auf die berühmt-berüchtigte Silvesternacht in Köln zurück, bei der viele Frauen angegrapscht und teilweise auch vergewaltigt wurden. Ihr kennt das, es ging damals auch um die Geschichte eine Armlänge Abstand. Und bei der darauf folgenden Pegida-Demo haben sich oder sind sich dann Nana Domena und Frank Krämer begegnet und daraus ist dann das Projekt Multikulti trifft Nationalismus entstanden. Und ich will mir heute mit euch eines der ersten Filme von den beiden ansehen und ein wenig kommentieren, weil ich das Projekt selbst sehr gut finde. Und wir schauen uns einmal an, was es da so gibt. Vorneweg einmal ganz kurz die beiden Seiten. Beide haben entsprechende YouTube-Seiten und die will ich euch ganz kurz zeigen. Da haben wir hier genau einmal die Seite von Frank Krämer, der also, wie man hier sehen kann, auch regelmäßig entsprechende Podcasts macht und das politische Zeitgeschehen kommentiert, aber auch ganz zeitlose Themen behandelt und ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Gerne den Kanal von Frank abonnieren. An der Stelle auch herzliche Grüße an dich, lieber Frank. Gutes Projekt. Und über 3000 Abonnenten, das ist schon recht gut. Prima, weiter so. Und wir haben hier natürlich auch die Seite von Nana Domena. Der hat allerdings mehrere Seiten. Der hat hier noch dieses Lifestyler TV Germany. Und aber hier, wie gesagt, seinen Personenhaupt-Account bei YouTube, bei dem dann auch dieses Video zu finden ist. Ja, wir sehen hier schon einige Filme zum Projekt Multikulti trifft Nationalismus. Ja, Nana macht aber ganz viele Sachen. Er nennt sich ja selbst auch Lifestyler und dementsprechend natürlich auch jede Menge andere Videos in seinem Kanal zu finden. Ja, und hier haben wir dann jetzt das entsprechende Projekt Silvesternacht, Pegida-Demo, Multikulti trifft Nationalismus. Auch an Nana an dieser Stelle erstmal herzliche Grüße. Ich habe beide, also den Frank Krämer kenne ich schon etwas länger. Viele aus dem eigenen Milieu werden ihn kennen von der Gruppe Stahlgewitter. Den Nana habe ich jetzt auch schon, ich glaube, zweimal getroffen. Einmal bei der Buchmesse in Leipzig. War das Leipzig? Ja, ich glaube, es war die Buchmesse in Leipzig. Da hat er beim Deutsche Stimme Verlag an einer Podiumsdiskussion teilgenommen, auch mit Frank Krämer. Da ging es auch um das Projekt Multikulti trifft Nationalismus. Sehr sympathischer Typ. Und aber ich würde sagen, dazu kommen wir dann im Laufe des Videos noch dazu, sonst wird es einfach zu lange. Das Ursprungsvideo dauert schon über 37 Minuten. Und ich will ja auch noch ein paar Kommentare dazu ablassen. Also, ich würde sagen, wir starten gleich los und beginnen einfach jetzt. Mein Name ist Nana Lifestyler Domena. Bevor das Hauptvideo gleich startet, möchte ich was Wichtiges loswerden. Seit der Silvesternacht ist einiges passiert, wo ich unter anderem eine ganz besondere Erfahrung erleben durfte. Ich bin in die Pegida-Demonstration einfach reingelaufen. Dort habe ich einen Mann kennengelernt, den ich interviewen durfte, wo ich direkt sagen möchte, er war sehr fair, er war höflich und hat mich mit Respekt aufgenommen. Seine Meinung und seine Ansichten teile ich natürlich nicht, aber es ist spannend, einfach eine andere Meinung mal kennenzulernen und die aufzunehmen. Wir haben daraus eine Brieffreundschaft aufgebaut, mehr als hunderte von Briefen geschrieben, wo er mich kennenlernt, wo ich ihn kennenlerne und haben jetzt gesagt, wir wollen ein erneutes Video machen. Ja, da ist eigentlich schon der erste Punkt, wo ich gleich einhaken will. Das ist natürlich ein absolutes Novum. Das gibt es natürlich hier und da, aber es ist einfach eine Seltenheit. Oft ist es ja so, dass sehr viel über Nationalisten gesprochen wird, aber niemand spricht wirklich mit uns, weil es
die allermeisten einfach überhaupt nicht interessiert, was wir zu sagen haben oder was wir denken oder welche Meinung wir zu bestimmten Themen haben. Es gibt vorgefertigte, veröffentlichte Meinungen des Mainstream, des Establishment, und die gelten dann, ja. Aber es kommt niemand auf die Idee, mit uns zu sprechen, weil das natürlich auch überhaupt nicht die Absicht ist. Weil es den Mainstream überhaupt nicht interessiert, was wir zu sagen haben. Also insbesondere auch die Mainstream-Medien, ja, die brauchen ihre Story dahinter einfach. Und das passt nicht ins Konzept, offen und ehrlich mit uns zu sprechen. Aber dazu kommen wir dann sicher im Laufe des Videos noch. Also hier erstmal Respekt und Anerkennung an Nana, dass er sich so offen auf Nationalisten zubewegt und auch wirklich ein Interesse daran hat, zu erkunden, was uns umtreibt. Und das ist dann natürlich auch die Basis eines vernünftigen Gesprächs. Der Inhalt von dem Video ist Gedankengut von Frank. Es ist nicht meine Meinung, es sind nicht meine Ansichten. Ich finde es aber gut, dass wir eine Meinungsfreiheit hier in diesem Land haben. Und diese Meinungsfreiheit möchte ich als Gesprächsgrundlage hier euch bieten. Ja, genau das ist der Punkt. Meinungsfreiheit ist für die Etablierten ja im Grunde nur noch eine Phrase. Sie ist zwar festgeschrieben, auch im Grundgesetz, aber was nutzt mir eine auf Papier geschriebene Meinungsfreiheit, wenn sie faktisch nicht gelebt werden kann? Weil, wenn ich meine Meinung äußere und sie nicht ins Systemkorsett passt, ich um meinen Arbeitsplatz fürchten muss oder gesellschaftlich ausgegrenzt werde und mir die Hauswand beschmiert wird oder sonst irgendwas. Also Meinungsfreiheit irgendwo in ein Gesetz zu schreiben oder auch ins Grundgesetz zu schreiben und sie aber auch wirklich durchzusetzen und dafür einzustehen, dass es echte Meinungsfreiheit gibt und auch jeder seine Meinung sagen kann, das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Um einfach dieses wichtige Thema hier zu behandeln. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Film. Frank von Schargewitter, ja, ich kenne wahrscheinlich schon einige Menschen aus dem Internet, so aus deiner Szene, aber aus meiner Szene natürlich und aus deinem Bereich bist du da den meisten wahrscheinlich unbekannt. Deswegen deine Vorstellung, wer bist du eigentlich, wer ist Frank? Ja, wer ist Frank? Ich bin 38 Jahre alt, ich bin politisch aktiv und interessiert, seitdem ich eigentlich 14 Jahre alt bin. Ich bin Musiker, halt Gitarrist der Band Stahlgewitter. Hab noch ein anderes Projekt, Halgadom heißt das. Das ist so Metal, teils Neofolk-Geschichten. Ich habe einen Versand, da bringe ich meine Halgadom-Sachen selber raus. Sonnenkreuz-Versand. Ich habe einen Blog, den dritten Blickwinkel. Also jede Menge zu tun. Ja, und jetzt drehen wir dieses Video, wo ich dir auch auf jeden Fall dankbar für bin, dass das so in offener Atmosphäre, ja, muss schon fast sagen, ohne Hintergedanken und ohne irgendwie doppelten Boden, dass wir hier so frei reden können. Ja, also auch hier Frank, ich meine, Frank muss man in dieser Hinsicht, also Frank, ich heiße ja auch Frank, also den Frank Krämer, da muss man hier in dieser Hinsicht nicht irgendwie versuchen, die Welt zu erklären. Er kennt das politische System und auch das Mediensystem, die Mediendemokratie in der Bundesrepublik selbst aus eigener Erfahrung sehr gut, und er weiß natürlich, und worauf er hier anspielt, ist natürlich, wenn man mit Medien spricht, muss man natürlich als Nationalist immer wissen, das muss einem immer klar sein, dass diese Leute ja auch entsprechende Hintergedanken haben. Das ist natürlich in jedem Format so, ja. Der Journalist bzw. der Redakteur geht ja mit einer Erwartungshaltung in ein Interview rein. Er will ja bestimmte Schlüsselaussagen hören, das kalkuliert er ein, damit es zu seiner Sendung oder zu seinem Format passt. Aber bei uns ist es eben in besonderem Maße zu berücksichtigen, weil hinzu kommt, dass man uns unter keinen Umständen irgendwie positiv darstellen will. Und man hat natürlich, wenn man ein Interview führt, das ist bei mir natürlich genauso, wenn man ein Interview macht, ist man ständig oder ist man oder wird man einfach im Laufe der Jahre darauf getrimmt, jede Sekunde darauf zu achten, an welcher Stelle der Journalist versucht, einem hier ja eine Blutgrätsche zu verpassen, indem er irgendwie thematisch umschwenkt
und irgendwelche bekloppten Fragen stellt oder Fragen so verschachtelt und kompliziert stellt, dass man sich hier aufs Glatteis führen lässt und vielleicht Aussagen in einem Kontext oder Aussagen tätigt, die dann später aus diesem Interviewkontext gerissen werden können, um sie dann anderweitig zu verwenden. Und das meint Frank hier natürlich auch mit dem doppelten Boden. Und dass er es gut findet, dass die beiden dieses Gespräch hier ganz offen führen können. Das ist tatsächlich ein Geschenk. Und auch hier an Frank meine Hochachtung, dass er das sich darauf eingelassen hat. Und das ist ja, wie wir heute wissen, auch zu einem sehr guten Projekt geworden. Aber jetzt schauen wir erstmal weiter. Ja, auf jeden Fall eine super Aktion von dir, von uns. Und los geht's. Ja, finde ich nämlich auch, weil ich halt ja, hier vor Monaten ja gesagt habe, als das passiert ist, irgendwie in der Silvesternacht, möchte ich mich einfach dazu bekennen, dass einfach gewisse Themen, die passieren, natürlich mich auch stören, ja, und da darf man natürlich als Deutscher nicht schnell seinen Mund aufmachen, weil man dann immer in so eine Schublade gedrängt wird, ja, und ich irgendwo als, ich nenne mich jetzt mal Afrikaner, Deutscher, Afro-Deutscher, der hier irgendwo geboren ist, aber offensichtlich natürlich eine andere Haut. Das ist ein guter Punkt, um einzuhaken. Ich will jetzt gar nicht kommentieren, wie Nana sich selbst empfindet, aber das ist natürlich schon ein sehr wichtiger Punkt, ja. Und genau das ist es ja auch, worum es in dieser Debatte oder in diesem Format geht. Der Nana bezeichnet sich jetzt hier als Afrodeutschen, als Afrikaner oder als deutschen afrikanischen Ursprungs. Da werden die allermeisten natürlich gleich zusammenzucken und sagen, ha, funktioniert überhaupt nicht. Also entweder man ist Mitteleuropäer oder man ist Afrikaner, aber es gibt keine Afrodeutschen, weil der Mitteleuropäer eben keine afrikanischen Wurzeln hat oder aber der Punkt ist natürlich, und das ist das Wichtige an diesem Format, um halt auch gegenseitiges Verständnis zu entwickeln, wie sehen sich bestimmte Leute, die hierhin nach Deutschland einwandern, eigentlich selbst in der Zeit des Einwanderns, aber auch nach vielen Jahren. Wie empfinden sie sich? Empfinden sie sich eigentlich selbst als Teil der Deutschen oder eben nicht? Und da geht es jetzt mir gar nicht so sehr darum, wie wir das empfinden oder was wir daraus machen, sondern einfach das Interesse daran, wie sehen die das, ja? Es gibt ja dort auch viele unterschiedliche Ansichten. Die meisten übernehmen oder nehmen die deutsche Staatsbürgerschaft gar nicht an. Denen ist das deutsche Volk und Deutschland auch vollkommen egal. Andere wachsen hier auf und fühlen sich tatsächlich als Teil dieser Gesellschaft. Und das sind unterschiedliche Aspekte, die man, glaube ich, auch in dieser ganzen Debatte berücksichtigen muss. Betrage, mache einfach mal meinen Mund auf und sage, ey, wer es nicht anpasst, der soll gehen. So, und dazu stehe ich immer noch, ja. Das hören natürlich viele Menschen nicht gerne, aber das ist eine Meinung, die ist wichtig. Und deswegen finde ich es umso spannender, dass du natürlich mir da auch die Chance gibst, einfach mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen zu erfahren, so von dir und so von deiner Denkrichtung. Da auch die erste Frage ist natürlich für uns wichtig. Was wollen wir mit dem Video bezwecken? Ja, was ist die Idee? Was soll das Video? Ja, die Idee ist ja eigentlich, dass, wie du schon sagst, sehr unterschiedliche Personen, also ich weißer Nationalist, du schwarzer Einwanderer, dass wir irgendwie ja die Problematik ja beide erkannt haben, die wir haben. Ja, dass es so weitergeht wie bisher, das darf nicht sein. Das Ja, genau. Hier will ich einfach mal was in eigener Sache zu sagen. Frank sagt ja gerade zu Recht, also beide haben erkannt, dass es so nicht weitergehen kann. Viele Einwanderer haben den Eindruck, dass sie in eine Gesellschaft oder in einen Staat einwandern, bei dem ein großer Teil, bei dem oder wo sie bei einem großen Teil auf Ablehnung stoßen, was natürlich auch nachvollziehbar ist. Und auch Frank hat natürlich das Problem, oder Nationalisten oder wir Deutsche haben auch das Problem, dass auch wir irgendwie an die Wand gedrängt werden, je stärker die Zuwanderung voranschreitet. Und die Regierung nimmt einfach ihre Verantwortung nicht wahr und tut so,
als wäre das Problem dadurch zu lösen, dass man dem Volk immer nur gut zuredet und sagt, das wird schon, wir müssen uns um Integration bemühen und das wird dann schon irgendwie alles friedlich. Aber genau das ist nicht der Punkt. Je stärker man diese Situation oder je schlimmer oder je krasser diese Situation voranschreitet, also je mehr Einwanderer reinkommen und je mehr Deutsche sich an die Wand gedrückt fühlen, desto eher steuern wir ja auf den Punkt einer Eskalation zu. Und das blendet die Politik einfach aus. Ja, man kann das ja beobachten. Je mehr Zuwanderung stattfindet, desto öfter kommt es auch irgendwie zu Zwischenfällen. Das ist keine Entschuldigung dafür, aber es beschreibt die Situation und das muss man natürlich berücksichtigen und da hat Frank natürlich vollkommen recht. Man muss sich mit der Situation objektiv und ohne Schaum vom Maul auseinandersetzen, wenn man sie lösen will. Der Staat tut im Moment auf jeden Fall meiner Ansicht nach alles dafür, dass es eskaliert. Ich will nicht sagen, dass er das unbedingt will oder dass er das sehenden Auges betreibt. Vielleicht ist er wirklich einfach so ideologisch so verblendet, dass er tatsächlich meint, das wird halt irgendwann schon alles gut, wenn man nur immer wieder irgendwelche Integrationsprojekte auflegt. Aber genau das ist nicht der Fall. Wir steuern in die falsche Richtung und das spricht hier ja vollkommen richtig an. Funktioniert einfach nicht. Und das Interessante ist ja eigentlich, mit unserem unterschiedlichen Kontext, dass wir da ja schon drin übereinstimmen. Die Wege sind vielleicht unterschiedlich. Was ich jetzt vielleicht sage als Lösungsvorschlag oder wie du dir vielleicht die Lösung denkst. Aber die Idee ist einfach, dass wir zwei mit unterschiedlichem Hintergrund über dieses Thema offen diskutieren, was ja eigentlich im Grunde genommen sollte man denken, wenn man ein bisschen naiv ist, das wäre die Aufgabe von Journalisten. Ja. Genau, das ist im Grunde eigentlich das, was ich zu Anfang gesagt habe. Eigentlich sollten Journalisten, wenn sie wirklich interessiert an einem vernünftigen Miteinander sind, sollten doch froh sein, so etwas machen zu können. Also Menschen zusammenbringen, die unterschiedliche Auffassung sind und die sich gesittet und anständig und mit dem Anspruch, eine Lösung zu finden, auseinandersetzen. Aber genau das Gegenteil findet ja statt. Man spricht überhaupt nicht mit uns und man erkennt das ja auch in vielen Talkshows. Also wenn ich mir diese ganzen Laberrunden im Fernsehen anschaue, dann sieht man ja auch dort, dass eigentlich kaum wirklich kontroverse Debatten geführt werden. Meistens sitzen dann Leute dort, der Moderator oder die Moderatorin erzählen dann irgendwie ja und der erzählt das und der erzählt das, aber am Ende wissen wir doch, wollen alle irgendwie in die gleiche Richtung, ja. Und wir brauchen einfach auch wieder eine anständige Streitkultur, die ja dadurch auch verloren geht. Indem man sich auch wirklich streitet. Ja, Streit heißt ja nicht, dass man sich fetzen muss, sondern man kann ja einfach anständig und gesittet miteinander umgehen, diskutieren, offen miteinander sprechen, versuchen, den jeweils anderen zu verstehen und dann vielleicht auch zu einer Lösung zu finden. Aber so wie es in der Bundesrepublik abläuft, dass also ein Teil dieser Meinung aus diesem Meinungskanon einfach ausgeblendet wird, nämlich der Nationalisten, ist es nicht verwunderlich, dass man da einfach irgendwann auch keine Lust mehr hat. Aber die wollen das ja nicht. Das, was wir hier machen, das wollen die ja im Grunde genommen gar nicht, dass man offen und frei darüber redet. Ja? Die hätten vielleicht lieber, dass wir jetzt aufeinander losgehen. Genau das ist nämlich der Punkt. Quote, es geht um Quote, es geht um vorgefertigte Stereotypen. Uns Nationalisten wird ja immer vorgeworfen, wir agieren irgendwie nur mit Stereotypen. Ja, also wir hätten vorgefertigte Meinungen über Ausländer, Migranten und ihr kennt das alles, ich muss euch das nicht erklären. Und genau das passiert hier aber. Ja. Die Medien sind an einem bestimmten Bild interessiert, das ist der böse Rechtsextreme und das ist der gute Einwanderer und es passt einfach nicht ins Konzept, jetzt so etwas zu zeigen, wie das, was Frank und Nana hier machen. Das ist mir aufgefallen, wo wir auf der Pegida-Demo gesprochen haben. Also erst kamen ganz viele Kameras auf uns zu,
Und als sie dann gesehen haben, Mensch, die reden ja vollkommen normal miteinander, gar nicht, keine Eskalation und keine großes Brimborium drum, da hatten die kein Interesse mehr, dann sind die Kameras weggeschwenkt. Ne? So. Genau. Ja, wie im Horrorfilm. Wenn dann nicht genug Blut spritzt, dann ist er uninteressant. Und so machen es die Medien tatsächlich auch. Aber ich glaube, das muss ich den meisten von euch gar nicht erzählen. Das kennt ihr selbst alle. Oder ihr wart selbst schon mal bei Demonstrationen. Ihr wisst, wie das funktioniert. Manchmal wird die Eskalation ja geradezu provoziert, damit die Medien dann entsprechende Bilder liefern können. Und wenn ein Rechtsextremer, ja, jetzt die entsprechenden Bilder nicht liefert, dann ist er einfach uninteressant. Ja. Ich kenne das selbst aus unserer Partei. Also man kann, und das ist ja auch diese Provokationsspirale, in der man sich irgendwie ständig befindet, wo man sich immer wieder überlegen muss, was kann ich jetzt tun, was ein so großer Aufreger ist, damit man über uns berichtet. Weil wenn wir einfach nur nüchterne, vielleicht auch interessante, aber nüchterne Sachpolitik machen und uns versuchen, in Sachthemen einzubringen, dann ist das einfach nicht das, was man von uns erwartet und dann wird über uns nicht berichtet. Und das ist echt ein großes Problem. Und deswegen versuchen oder haben wir in der Vergangenheit natürlich auch immer wieder versucht, zu provozieren mit provokanten Sprüchen auf Plakaten, Aufklebern oder auch entsprechend provokanten Kampagnen, weil das schön ist, wenn wir gute Sachpolitik machen, aber es interessiert dann eben niemanden. Und deswegen muss man immer auch überlegen, wie kann man zumindest im Rahmen des Möglichen und ja, doch des guten Stils provozieren, um wahrgenommen zu werden. Und genau das ist das Problem, das der Frank hier auch beschreibt. Also die beiden haben, also die Kameras sind hingeschwenkt, als die beiden aufeinander gestoßen sind, weil das natürlich interessant war. Und als sie sich dann einfach normal unterhalten haben, war es halt uninteressant. Aber genau das wäre ja der interessante Punkt gewesen. Ja? Genau zu diesem Zeitpunkt hätten die Medien Interesse entwickeln müssen und das Gespräch aufzeichnen müssen oder zeigen müssen, dass es eben auch friedlich miteinander geht. Aber das wollen die nicht, weil das eben, wie gesagt, nicht ins Konzept passt. Wir machen das halt eben jetzt ohne Effekttascherei, sondern wirklich Tacheles reden und ja. Das tun wir. Das ist mir auch aufgefallen, Als ich dann natürlich reingelaufen bin in die Pegida-Demo, da hat die Polizei gesagt, ne, pass auf, ne, das ist kein Spaß, was du da machst, Nana. Also einige kannten mich da auch. Ja, nur ganz kurz zwischendurch, also ich merke jetzt schon, wir sind jetzt erst bei 5 Minuten. Also ich werde aus diesem Film hier 2 Teile machen. Ich mache jetzt den ersten Teil. Und dann werde ich irgendwo versuchen, ungefähr in der Mitte zu unterbrechen und dann machen wir einen zweiten Teil draus, sonst wird das alles viel zu lange. Zeiten als Eventmanager oder als ich meine Sendung auf Center TV hatte, da haben mich wahrscheinlich ein paar wiedererkannt und haben gesagt, wir sind aber hinter dir und Respekt, was du tust. Und was mir halt aufgefallen ist, ist, dass ich da tatsächlich erstmal Menschen getroffen habe, die erstmal neugierig waren, die gesagt haben, ey, ist ja mutig, dass du hier reinläufst und haben mich so fast gesehen als, ey, bist du ein Mensch, ja? Das war so das, wo ich gemerkt habe, okay, krass, ich werde jetzt nicht sofort umgehauen, ja? Ja, Überraschung. Also, ich muss ehrlich sagen, und ich versuche das jetzt wirklich mal objektiv zu betrachten und nicht durch meine nationalistische Brille oder meine Milieubrille oder meine Propagandabrille sozusagen. Es ist mir, und ich bin jetzt schon weit, oder das heißt weit, also auf jeden Fall über 20 Jahre politisch aktiv, bin seit über 20 Jahren auf Demonstrationen, Kundgebungen und anderen Veranstaltungen unterwegs. Und ich persönlich habe es noch nie erlebt, dass Journalisten oder politisch Andersdenkende einfach grundlos angegriffen werden, wenn sie sich in unsere Richtung begeben. Das mag sicherlich schon mal vorgekommen sein, aber das ist also garantiert eine absolute Ausnahme. Ich hingegen würde mich mit Sicherheit nicht einfach in einer Antifa-Demo mengen, weil ich dann schon um mein Leben fürchten müsste. Also ich glaube, hier besteht schon ein qualitativer Unterschied und die Gesprächsbereitschaft ist auf unserer Seite, glaube ich, schon deutlich höher als beim politischen Gegner. Ich krieg jetzt nicht sofort CS-Gas gesehen. Ja, das war so, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Alles oder wenn man angepasst ist, ist das okay. Du solltest keine fremden Frauen ficken. Okay.
Ja, das ist jetzt hier eingeblendet, also dieses besagte Aufeinandertreffen, das erstmalige zwischen Frank und Nana bei dieser Kundgebung, bei dieser Pegida-Demo. Und das ist jetzt hier also die Szene, die damals entstanden ist, die der Nana dann selbst gefilmt hat. Genau, sehr gut. Ich wollte wissen, weil ich zahle meine Steuern, ich liebe das Land ohne Ende und ich habe sogar selbst gesagt, das, was da passiert ist, Sack und weg. Habe ich ein Video zu gemacht. Hast du recht, aber gibt es mehr Leute von dir oder mehr von den Tausenden, die hier Frauen vergewaltigen? Bist du repräsentativ für deine Leute? Ich meine, man kann total repräsentativ sein, weil... Du kennst die Gaußsche Verteilungskurve, ne? Da gibt es einen großen Durchschnitt, da gibt es wenig, die liegen da drunter und viele und wenig, die liegen da drüber. Ne? Zum Beispiel bei der IQ. Du hast viele, die haben durchschnittlichen IQ. Bitte. Wenig Idioten und wenig Hochbegabte. So, und genauso gibt es auch viel Verhalten. Ja? Verhalten, was deine Kumpels machen, die kennen das nicht anders. Das sind ja nicht meine Kumpels. Ja, aber Leute, die so aussehen wie du. Okay. Sag nicht, dass du so bist, aber die so aussehen wie du. Okay. Ja? Vorurteile sind natürlich, ja? Die hat jeder Mensch. Ich auch. Und Vorurteile sind auch gut. Weil, warum? Das hat das mit Lebenserfahrung zu tun. Wenn mir eine Gruppe Typen entgegenkommen, die schon mit den Messern rumspielen, sagt mein Vorurteil, ey, die machen gleich Stress, ich wechsle die Straßenseite. Ja. Wenn ich doof bin und keine Vorurteile habe, sage ich, ey, die haben mir noch nicht zugestochen, also gehe ich da lang, hab mich tot. Das sind Vorurteile, Vorurteile sind gut, Vorurteile, die nicht stimmen, die musst du über Bord werfen. So, irgendwann sind Ressourcen weggefressen. Das ist die Sache. Starke Argumente, die du unterstützt, die du aussagst. Frage ist nur, was kann man tun? Rausschmeißen. Grenzen hochziehen, rausschmeißen die Leute und den Leuten sagen, hier gibt es nichts mehr zu fressen. Und so, die Ausländer, die da sind, wie ich jetzt einer bin, Ausländer Deutsch, der sie anpasst, was machen wir mit denen? Auf, ein gewisser Prozentsatz, habe ich gar nichts dagegen. So, aber was ist denn? Miri-Clan, die kamen mit 150 Asylanten. Heute sind es über 3000. Alle kriminell, beschwerskriminell. Die sind immer noch hier. Das ist das Problem. Letzte Frage. Danke auf jeden Fall schon mal für die Zeit. Kann sowas friedlich auch umgesetzt werden? Mit dir kann man ja sprechen. Ja. Frage ist natürlich, Konflikt, ja? Nicht zu übersehen, kann man sowas friedlich klären oder knallt es? Aber wird das nicht gehen, weil in Syrien hat es nicht funktioniert. Sunniten, Schiiten, Staaten stechen sich ab, Palästinenser, Israelis, Türken, Kurden. So. Und wir, man wird natürlich uns in die Schuhe schieben, das eskaliert, aber nur weil wir einen Arsch in der Hose haben, hier zu stehen und gegen diese Barbarei aufzustehen. Ja. Am Ende sind es natürlich wir wieder schuld, aber am Ende wird es knallen. Auf jeden Fall. Ich bin da reingelaufen und hatte das Gefühl Angst. Dann gab es aber jemanden, der dann eigentlich gesagt hat, ja, was machst du hier? Und der hat mir so ein bisschen das Gefühl gegeben, okay, es ist doch nicht so gefährlich, wie ich jetzt sofort gedacht habe. Das heißt, es ist natürlich gefährlich, aber es ist nicht so, dass ich sofort zu Boden geschlagen werde. Es ist einfach eine neue Situation gewesen. So, und da gab es dann natürlich so ein paar Hools, hey, mach dich fort, Armlänge, Nigger! Die haben Nigger gerufen. Da habe ich so gemeint, oh scheiße, von dem... Ja, man muss natürlich auch, also ich will das jetzt auch nicht total verklären oder nur schönreden. Viele werden das kennen, wenn sie schon mal an solchen Demos teilgenommen haben oder zum Fußball gehen oder sonst wohin. Es entwickelt sich mit... der Stimmung natürlich auch eine gewisse Dynamik. Und es gibt dann natürlich auch immer ein paar Idioten, die dann aus der Reihe tanzen und denken, sie müssten jetzt hier sozusagen ihr Wochenend-Event aus einer Demo machen und sich nicht an die Regeln halten. Das ist, aber da kann man so aussortieren und versuchen, auf die Leute einzuwirken, wie man will. Die wird es immer geben. Es wird immer in jeder Gruppe, in jedem Milieu wird es Idioten geben. Das ist halt einfach so, ja. Das kann man nicht 100% ausschließen. Nicht totgetrampelt werden, da hatte ich schon wieder ein bisschen Schiss. Man hat, glaube ich, in dem Interview auch gesehen, so dass ich wirklich, ich habe so eine Angsthaltung, aber ich echt dachte, hier fliegt ein Stein. Das war wirklich sowas, wo ich echt richtig Angst hatte. Und dann, ja, dann kamst du dann so irgendwie so lang geschlängelt und hast dann so geschaut, okay, alles klar, wer bist du, was machst du da? Und dann ist natürlich, als die Presse gesehen hat, okay, jetzt passiert hier keine wilde Stickerei, ja, ist dann von dannen gegangen, ja. Und für mich war ganz klar einfach, meine Message, die ich da rausholen wollte, aus dem ersten Tag bei der Pegida oder auch aus dem Gespräch mit dir und auch jetzt im Gespräch, ist, dass ich das Land überall alles liebe und dass ich hier groß geworden bin, dass ich hier meine Firma habe und einfach eine wirklich, ja, ganz tolle Zeit bis jetzt habe, ja. Aber ja, das habe ich ja eben bereits angesprochen. Ich meine, es ist jetzt natürlich, oder ich empfinde jetzt meine Aufgabe als Politiker nicht darum, jetzt Einzelschicksale zu bewerten.
Wobei es ja jetzt in diesem Fall auch nicht unbedingt ein Einzelschicksal in dem Sinne ist, als dass es nur 10 oder 20 betreffen würde, sondern es sind ja schon etliche. Aber meine Aufgabe als Politiker ist es natürlich, das Gemeinwohl insgesamt im Auge zu behalten und natürlich auch Politik für das autochthone deutsche Volk zu gestalten. Trotzdem ist es natürlich schon auch interessant zu erfahren, dass sich jemand so stark mit Deutschland identifiziert und das auch sagt. Ja, das muss man natürlich in die Debatte einbringen und berücksichtigen. Ich jetzt merke, ich wirklich merke, dass sich einiges verändert halt, ja. Die Zeit zugrunde geht, die endet so langsam. Für alle. Und das ist einfach interessant, jetzt einfach mal aus verschiedenen Blickwinkeln mit Menschen zu sprechen, die einfach mal ihre Meinung dazu sagen. Und da würde ich gerne mit dir heute drüber sprechen, ja, dass wir einfach uns ja, da austauschen. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wen wollen wir ansprechen mit dem Video? Welche Personen sollen es sehen und vor allen Dingen, was soll mitgenommen werden? Ja, sehen sollen es ja eigentlich alle. Ja? Also es trifft ja alle, die sogenannten Flüchtlinge, dann Ausländer, wie du es bist und natürlich auch die Ethnodeutschen, weil genau die, wo ich sehe, dass die überhaupt gar keine Lobby haben. Ja? Es gibt für alles Mögliche gibt es irgendwelche Vereine, Interessensvertretungen für Islamverbände, aber so wirklich ein Zentralrat für Deutsche. Ja, das mag jetzt im ersten Moment natürlich ein bisschen belustigend klingen, wie der Frank das sagt. Ein ja, Zentralrat für Deutsche. Ich meine, man müsste ja eigentlich annehmen, dass die deutsche Bundesregierung der Anwalt und der Fürsprecher des deutschen Volkes ist, aber das ist ja eben nicht der Fall. Die Bundesregierung macht Politik für alles und jeden, macht Minderheiten- und Randgruppenpolitik ohne Ende. Aber das deutsche Volk steht ja überhaupt nicht mehr im Mittelpunkt der Betrachtung, weil viele Schlüsselpolitiker in der Regierung ja inzwischen auch die Meinung vertreten, es gibt ja dieses Volk eigentlich gar nicht oder es ist überhaupt nicht schützenswert, weil irgendeine beliebige Ansammlung von Menschen in einer Gruppe, in einer Gesellschaft mindestens genauso viel wert sind oder besser sind oder irgendwie anständiger sind als den Erhalt eines autochthonen Volkes. Und das ist natürlich schon traurig, dass die eigene Bundesregierung Politik irgendwie für jeden macht, nur für das eigene Volk eben im Grunde kaum mehr. Das ist ja gar nicht, ne? Und das ist natürlich auch für mich so ein bisschen die Motivation, das so ein bisschen rauszuholen. Das heißt genau, du würdest dich freuen, wenn sich die Deutschen ohne Gewalt natürlich, also Gewalt anderen Menschen gegenüber, ne, würdest du dich freuen, dass man sich da mehr zusammentut, dass man sich austauscht, um Themen zu besprechen, gegebenenfalls auch Themen zu verändern? Ja, das auf jeden Fall, weil viele sagen ja, ich halte mit meiner Meinung nicht hinterm Berg. Und viele sagen dann, ja, finde ich super, dass du das sagst, mutig. Und dann fängt bei vielen schon an, nee, aber ich kann das ja nicht sagen. Wir hatten das ja, glaube ich, im vorangegangenen Film oder vor zwei Filmen schon mal. Da ging es auch darum, dass man ja vieles einfach gar nicht mehr sagen kann. Wir hatten das ja zu Beginn des Films auch zum Thema Meinungsfreiheit, dass es schön ist, wenn das irgendwo festgeschrieben ist, aber was nutzt dir das, wenn du die Meinung nicht äußern kannst, ohne Angst vor Repression zu haben? Mein Arbeitsplatz, ja. Einerseits erzählt man uns, wir leben im freiesten Staat, den wir hier auf deutschem Boden gehabt haben. Und andererseits haben die Leute Angst, das zu sagen, was sie wirklich denken. Ja, meine Motivation ist natürlich auch, wie du schon gesagt hast, Richtlinien zu durchbrechen, ja, einfach anders zu sein. Ich habe für mich sogar eigentlich ein Motto, immer wieder anders, immer wieder neu. Ja. Ich bin mal unterwegs, das hat mit Glamour zu tun, dann mache ich wieder viel Sport, dann bin ich mal sozial unterwegs. Und hier ist halt einfach so ein Thema, das hatte ich ja auch schon eingangs gesagt, dass sich einfach gerade etwas stark verändert. So, ne? Und ich möchte eigentlich zeigen, dass wir Ausländer, Deutsche, Ausländer, die in Deutschland leben, dass wir natürlich uns auch anpassen können, dass wir uns hier wohlfühlen. Und das Gleiche ist, wenn ich jetzt in Ghana bin, ja, ich komme aus Ghana, ja, dann ist das ja auch so ein Thema, da möchte ich auch natürlich in meinem Land ja nicht vertrieben werden, ja, oder Angst haben müssen, dass jetzt eine Horde Weiße auf einmal kommt und mich da vertreibt.
Also auf jeden Fall sehr interessant, dass er das versucht, auch aus der Brille von Frank zu sehen, beziehungsweise von uns, ja, Deutschen, autochthonen Deutschen, dass er sich versucht, auch in diese Lage zu versetzen. Ihm ist seine Andersartigkeit natürlich bewusst, die kann man auch nicht leugnen. Wir hatten ja vor einigen Filmen das Thema Rassismus und Rassen. Und es geht jetzt hier gar nicht darum, also das vielleicht auch nochmal an der Stelle ganz interessant, es geht gar nicht darum zu sagen, also der Nana gehört jetzt einer anderen Rasse an. Selbst wenn man sagen wollte, rein vom wissenschaftlichen Standpunkt her gäbe es keine Rassen, ist seine Andersartigkeit doch augenscheinlich, ja. Und er ist sich dieser Andersartigkeit aber auch bewusst, das bringt er ja hier zum Ausdruck, ja. Und ich finde schon gut, dass er ein entsprechendes Verständnis mitbringt und sich auch der Situation bewusst ist, dass er hier in einem Land ist, in dem er zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch die Ausnahme ist, ja? Und das auch entsprechend würdigt und sagt, er, seine Aufgabe ist es natürlich, sich hier anzupassen und zu integrieren und sich unterzuordnen. Von A nach B. Und deswegen ist das ja so, dass es ja sogar auch ja, Ausländer gibt, die teilweise ja sogar die Meinung auch so teilen, ja, die dann sagen: Boah, Mensch, Frank, das, was du sagst, das ist gar nicht so weit hergeholt. Ich finde es gut, dass du sagst, aber man selbst kann es nicht sagen. Und das ist ja wieder das, ich habe auf der Bühne zum Beispiel von antideutschen Rassengesetzen gesprochen, ja. Wenn du das sagst, dann ist das in Ordnung, dann ist das mutig. Aber wenn ich das sage, dann heißt es direkt ja hier, der will ja alle Ausländer raushaben, ne? Was natürlich vollkommener Schwachsinn ist, weil auch bei der Pegida-Demo, da wurde ja gesagt, wir sind hier gegen Sextouristen, wir sind gegen Vergewaltiger und Frauen und Kinder, die sollen so lange bleiben, bis der Konflikt zu Ende ist. Aber danach muss auch einer das Land wieder aufbauen. Was dieses Format natürlich auch auszeichnet, und das hat Frank ja zu Beginn gesagt, dass man ohne doppelten Boden und offen, aber mit Klartext über die Sache spricht. Es wird natürlich in der eigenen Propaganda immer überzogen. Das macht Propaganda aus. Man überzieht ständig und versucht mit plakativen Sprüchen seine Kernanliegen auf den Punkt zu bringen. Aber dass man nicht alle Ausländer irgendwo hinschicken kann, das ist den allermeisten von uns ja natürlich auch klar. Und natürlich geht es erst einmal darum, diejenigen wieder nach Hause zu schicken, die gar nicht sich mit dem Land identifizieren wollen, die hier nicht hingehören, die auch illegal hier sind. Und es wird immer ein paar Ausländer geben, die sich hier gut anpassen, gut integrieren und sich nicht zu Schulden kommen lassen. Ja, ich sage immer so ein bisschen flapsig, also niemand hat was gegen den Griechen oder den Italiener um die Ecke, wenn die hier vernünftig leben. Warum sollte ich denn etwas dagegen haben? Man muss ehrlicherweise aber auch sagen, was auch nicht geht, dass man das jetzt irgendwie nur rein nach ökonomischen Gesichtspunkten bewertet, sondern dass es natürlich auch irgendwo Grenzen gibt. Das ist Deutschland, das ist das Land der Deutschen, deswegen heißt das so. Und ich will natürlich nicht, dass auch wir als Volk oder Staat irgendwann unser Antlitz verlieren. Ich will natürlich schon, dass dieses Deutschland, in dem ich aufgewachsen bin, auch das Land der weißen Deutschen bleibt. Das heißt nicht, dass ich eine Null-Zuwanderung haben muss. Ich habe nichts gegen etwas Zuwanderung, aber das muss sich in einem Rahmen bewegen, in dem mein Anspruch eben gewahrt bleibt, ja, und auch der Anspruch meines Volkes, nämlich Volk im eigenen Land bleiben zu können. Ja, das heißt, wir sind ja in der Lage zu differenzieren, aber die. Ich hatte ja vor kurzem, ich weiß nicht, in welchem Film das war, es kann sein, dass es auch in dem Rassismusfilm war, diesen Begriff der ethnischen Kontinuität, was ja zum Ausdruck bringt, also, dass wir als Volk in unserer Genese bestehen bleiben müssen. Natürlich gab es immer Zuwanderung und es wird auch in Zukunft immer Zuwanderung geben, aber diese ethnische Kontinuität, das heißt diese Genese, die ein Volk hinter sich bringt, sich entwickelt, die ist natürlich auch mir vollkommen klar. Und natürlich wird sich auch unser Volk im Laufe der nächsten Jahrhunderte und Jahrtausende irgendwie entwickeln, vielleicht auch etwas verändern.
Das ist ganz normal. Was aber nicht normal ist, ist eben, dass man uns jedes Jahr 500.000, 1 Million, teilweise 1,5 bis 2 Millionen Fremde ins Land schleust und die dann dazu führen, dass sich unsere Kultur, unsere Sprache, unser Aussehen quasi, ich überspitze das jetzt mal, über Nacht verändert und unser Volk einfach nicht mehr unser Volk ist. Und das ist eben ein Unterschied, ja. Diese ethnische Kontinuität ist für mich ein ganz wesentliches Merkmal im Wollen und in unserem politischen Konzept. Die Gegenseite, die differenziert ja nicht. Die differenziert ja nicht zwischen den echten Flüchtlingen und denen, die es nicht sind, sondern die sagen einfach, ja, es bleiben einfach alle, wir sind ein offenes Land, wir wollen bunt sein. Und ja, das ist so dieses Verdrehte. Ja? Die einen schimpfen auf uns, wir wären intolerant, wir würden verallgemeinern, tun es aber selber. Thema Religionen für dich. Ist Religion ein Thema für dich persönlich? Und kannst du was zu den Religionen sagen, zu den Religionskriegen, die wir gerade erleben? So, ich mache jetzt hier an der Stelle einfach mal einen Schnitt. Wir haben jetzt von dem Video gerade mal erst 13 Minuten gesehen und es sind insgesamt fast 40 Minuten. Also ich weiß nicht, ob ich einen 2- oder sogar vielleicht einen 3-Teiler draus mache. Aber ich finde den ganzen Sachverhalt, das ganze Projekt einfach so interessant und auch beispielgebend, dass ich schon denke, dass es eine gute Sache ist, wenn wir das hier mal uns zur Brust nehmen. Das Video hatte inzwischen auch fast 200.000 Aufrufe und deutlich über 4.500 Likes und nur etwas über 300 Daumen nach unten, also zeigt ja auch schon, dass es interessant ist und dass es auf Interesse und auch auf Wohlwollen stößt. Ja, damit wären wir am Ende quasi dieses ersten Teils. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich versuche mich bei dem nächsten Teil auch etwas kürzer zu fassen, aber dazu ist dieses Projekt Reagieren ja auch da, damit man das, was man hier also sieht und hört, entsprechend kommentiert und das zeichnet das Ganze ja auch aus. An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Abo da, kommentiert das entsprechende Video. Guckt auch mal bei Nana und bei Frank vorbei. Und dann sehen wir uns zum nächsten Teil. Euch ein gutes Wochenende. Tschüss und bis zum nächsten Mal.